Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und Joshi wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um das Mount Herzgebundener Lupin und darauf sitze ich einmal schon. Das ist wieder ein Mount, das wir uns über die Protosynthesenschmiede einmal craften können. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns als erstes mal das Mount Special an, dass wir uns da ein bisschen besseres Bild von bilden können. Ja, ist auf jeden Fall ein nettes Mount Special, springt so ein bisschen hin und her. Und dann würde ich sagen, schauen wir einmal rein, was wir genau für machen müssen, um das Mount craften zu können. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst, wenn ihr eine Vorquest bewältigt habt. Diese Vorquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbannten eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir. Und die schimpft sich einfach Schiffrenkonsole. Bei der Schiffrenkonsole müssen wir dann folgendes skillen, und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soatomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Huld des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste sieht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest. Und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali. Die sind einmal, oder die startet einmal auch wieder in der Huld des Pilgers, schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede und dort können wir dann die Quest abgeben, kriegen schon mal ein paar Mats fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten, das ist das hier. Und dann ja, habt ihr erstmal nur einen Plan und dann sollten wir als nächstes lostickern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount ja, habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum Plan Herzgebundener Lupin. Und dieser Plan kann einmal von einem Quest-Mob, würde ich jetzt mal sagen, droppen. Also der hat hier so ein Quest-Symbol drauf. Wo sind wir? Wir befinden uns einmal hier in einer Höhle. Der Eingang ist hier vorne bei den Koordinaten 52, 63. Einfach reingehen und dort haben wir dann den Kollegen drin. Der hat nur eine Chance, das zu droppen. Ich habe den jetzt 21 Mal mit meinem Main umgehauen, bis der Bauplan gedroppt ist. Beim Twink waren es 15 Mal. Der spawnt relativ schnell wieder, also weiß ich nicht. Eine Minute Respawn würde ich jetzt mal sagen, 30 Sekunden, irgendwie sowas. Zwischendrin kann man auch Server hoppen, so habe ich jetzt gemacht. Ich bin quasi hier reingelaufen, umgehauen, Server gehoppt über wieder irgendwelche Rare-Gruppen und den so lange gekillt, bis er quasi das Rezept rausgedrückt hat. Wie gesagt, 21 Tries waren es jetzt bei mir. Wie die Drop-Chance genau ist, kann ich euch nicht sagen. Ein paar Mal müsst ihr wahrscheinlich schon umklatschen. Also hier seht ihr, die Höhle ist nicht sonderlich groß. Hier unten sind wir einmal rein, 51, 62. Sobald ihr dann den Plan vom herzgebundenen Lupin euer eigen nennen könnt, brauchen wir folgende Mats, um den einmal herzustellen. Wir benötigen 500 Genesis-Partikel, dann benötigen wir einmal kristallisiertes Echo des ersten Liedes und dann brauchen wir ein Lupin-Gitter. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal an, wo wir diese Materialien herbekommen können. Dann kommen wir zum ersten Item, und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. So ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pets einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73. Und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs
haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis-Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen, einfach reinqueuen. Ihr könnt das in einer 5-Mann-Gruppe machen. Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen. Das bedeutet, es sind 2 4-Mann-Gruppen. Und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie denn alle antecken. Ich kann euch noch 1-2 Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmt. Dann kann man eigentlich die 2 immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens 3 Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitale schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pull jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff, Toxitale heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach Folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Life haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts und ich fahre einfach 2 bis 3k DPS. Ja, das ist einfach nur toxitalisch, passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sag mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFK't, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet, denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann halt, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbannten in der 2. Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das 1. bei Akularisch und dann am besten hier noch die anderen Sachen mit skillen. Hier das 3. ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Ja, wie funktioniert das? Wenn ihr das 1. geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Ja, hier zum Beispiel, da haben wir schon Toxitonisch, das könnt ihr euch holen oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise halt, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das 3. in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also das Toxitonisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall passiv Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut dann ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen, wenn ihr ein bisschen Gold über habt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir als nächstes zum Lupinengitter. Das können wir von den ganzen Lupinen hier in der Zone bekommen. Das sind quasi diese Wölfe. Lupinat schimpfen sich die und die sind eigentlich hier in dem Bereich hauptsächlich einfach diese Wolfsviecher umklopfen und dann könnt ihr es eigentlich hier relativ gut farmen. Um das kristallisierte Echo der Ersten zu bekommen, müsst ihr einfach so kleine Kristalle anklicken, da könnt ihr die nämlich rauslooten. Hier hinter mir seht ihr gerade schon mal eins. Und diese Kristalle befinden sich bei Wasserfällen hier in der Nähe vom Raid-Eingang. Also wir haben da insgesamt 5 Spots. Ihr seht, ich bin jetzt hier unten auf den Koordinaten 78, 54. Und hier gibt es unten 2 Spots bei den Wasserfällen. Hier oben bei den Koordinaten 70, 45. Und hier unten bei den Koordinaten 77, 60 gibt es dann auch nochmal 2 Spots ebenfalls bei den Wasserfällen. Und das könnt ihr dann einfach anklicken. Und da ist dann das Zeug drin, ihr könnt aber maximal nur 3 tragen und ja, ich habe jetzt schon die maximalen 3, denn ihr könnt damit 3 Mounts erstellen.
Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Mats besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur ein Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt, in einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets. Und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Mats farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine Extra-Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Chala, bis zum nächsten Mal. Ciao.